Die Faszination für Lego ist generationenübergreifend und die bunten Steine schon lange kein ausschließliches Spielzeug für Kinder mehr. In einer Lego-Sonderausstellung präsentiert das Hohenzollerische Landesmuseum in Hechingen momentan die Arbeiten des Vereins Schwabenstein 2x4 aus Stuttgart und die zeigen, wie aus kleinen Steinen ganz große Welten entstehen können. Ich zähle meine Steine nicht. Nein, meine Steine zähle ich nicht. Ich zähle keine Steine, nein, die Steine sollen zahllos sein. Diese Worte stammen von Andreas Rajkowski vom Verein Schwabenstein 2x4 aus Stuttgart. Wie er die Faszination für Lego erklärt: Nehmen Sie selber Steine in die Hand, dann wissen Sie das auch. Vielleicht nicht in die Hand, dafür in genauen Augenschein genommen werden, können die zahllosen Lego-Steine in der aktuellen Sonderausstellung im Hohenzollerischen Landesmuseum Hechingen. Die Ausstellung mit dem Titel Steine, Kunst, Welten zeigt die vielfältigen Arbeiten des Vereins und wie durch Steine wahre Welten entstehen können. Es gibt eine funktionierende Eisenbahnanlage, die per Bewegungsmelder aktiviert wird. Wir haben Lego-Technik von Porsche zum Beispiel ist vertreten. Wir haben auch Architektur, das Kolosseum als größter Bausatz von Lego mit über 9000 Teilen ausgestellt. Auch regionale Bauten sind vor Ort zu bewundern, wie etwa die Villa Eugenia aus Hechingen. Die Villa hier wurde etwa aus 55.000 Steinen erbaut und es dauerte etwa 110 Stunden für ein bis zwei Bauer, die daran beteiligt waren. Aber nicht nur Nachbauten, auch eine künstlerische Auseinandersetzung mit dem Medium Legostein ist zu sehen. Das Projekt Open White hat dafür sogar einen eigenen Ausstellungsraum bekommen. Die sind natürlich Stück für Stück mit der Pinzette einzeln dahingelegt worden. Nein, im Ernst. Es gibt in YouTube eine Dokumentation, wie gesagt, wo man sieht, wie ich aus einer Satteltasche heraus diese Steine ausschütte. Und als die ein bisschen knapp wurden, musste ich sehen, dass ich den Rest verteilt habe. Es soll eine Auseinandersetzung sein mit der Frage, wie fange ich an und wann fange ich an, wenn alles bereitet ist, aber der erste Stein noch nicht gesetzt ist. Dieses Spannungsfeld, das wollte ich gerne darstellen. Die Ausstellungsbesucher können auch selbst aktiv werden und zum Teil sogar mitgestalten. Es gibt zwei wichtige Mitmachaktionen. Zum einen ist es das Wappenmosaik mitbauen. Ja, wir haben hier eine große Wand, 1,60 Meter in der Höhe. Und hier wird ein hohenzollerisches Wappen mit Legosteinen nachgebaut. Und es wird wahrscheinlich das größte Wappen aus Lego von einem Hohenzollern-Wappen sein. Zum anderen haben wir noch eine Steineschätzaktion. Das heißt, jeder kann sich versuchen, in einer Vitrine die ganzen Steine, die sich darin befinden, zu schätzen, kann teilnehmen am Gewinnspiel und kann am Schluss, wenn er mit etwas Glück, auch ein paar attraktive Preise gewinnen. Die Ausstellung läuft noch bis zum 12. September und ist momentan ohne Corona-Nachweise in Form der 3Gs zu besichtigen. Nur die üblichen Hygiene- und Abstandsregeln sowie das Tragen einer Maske müssten beibehalten werden.